Hallo und herzlich willkommen zu Platzverweis. Die Wiener Stadtliga steckt mitten in den Vorbereitungen zur Rückrunde und was gehört zu einer gelungenen Vorbereitung dazu? Und natürlich Testspiele. Wir haben einige davon besucht. Vorbereitungsauftakt in Wien und wir beginnen mit dem Spiel Rapid gegen Gerersdorf. Der Stadtligist mit der ehrvollen Aufgabe, sich gegen den Rekordmeister zu messen. Das Spiel verläuft von Beginn weg wie auf einer schiefen Ebene, nur in eine Richtung. Philipp Brosenik köpft ein zum 1:0. Werner Hasenberger sieht in Folge, wie sein Team Treffer um Treffer kassiert. Michael Schimpelsberger macht das halbe Dutzend voll und auch wenn Gerersdorf in der Offensive nicht stattfindet, gibt es ein Lob von Zoki Barisic. Ja, sie waren sehr bemüht, haben versucht, die Organisation zu halten in der Defensive, sind sehr tief gestanden, wollten natürlich nicht so viele Tore bekommen, haben es auch zeitweise ganz gut gemacht und trotzdem hat man natürlich einen großen Unterschied gesehen. Nach Seitenwechsel geht das Bestschießen munter weiter. Florian Kainz mit dem 10:0. Gerersdorf-Trainer Hasenberger gewinnt dem Debakel positive Erkenntnisse ab. Man kann natürlich sehen, wie Fußball mit welcher Dynamik Fußball gespielt wird, mit welcher Qualität Fußball gespielt wird. Und sind schon einige Dinge, die wir heute mitnehmen können, auch im taktischen Bereich. Und war sicherlich eine gute Lernphase für uns. Stefan Stangl sorgt für den Endstand von 13:0 für den Rekordmeister. Rapid ideal in die Vorbereitung gestartet. Gerersdorf hat viel Lehrgeld bezahlt. Post SV trifft den Favoriten auf Regionalligist Austria Amateure. Die Jungpfeilchen beginnen stark. Nihat Hatzikic mit dem Schuss deutlich übers Tor. Post versteckt sich keineswegs und zeigt schnelle Konter. Einmal berühren über vier Stationen, da ist Stanimirovic. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. In der Meisterschaft hat er 7-mal getroffen, hier nicht. Das Team von Andi Ogris ist in Folge immer stärker. Der Ball kommt zu Alexander Frank, Tor. 1:0 für die Austria von der Strafraumgrenze mit Hilfe der Querlatte. Ein schöner Treffer. Die Amateure weiter im Vorwärtsgang. Weiter Pass auf die rechte Seite, Rückpass zu Tsouamendi. Und was ist denn da los? 2:0, der Postgoalie bleibt im Kunstrasen hängen und stolpert am Ball vorbei. Andi Ogris wechselt zur Pause sein ganzes Team und auch die jungen Austrianer zeigen, was sie können. Der Ball kommt zu Kara, der umkurvt den Goalie und es steht 3:0. Diesmal keine Abwehrmöglichkeit für den Uruguayaner im Tor des Post SV. Die Hernalzer kommen zwar noch zu gelegentlichen Kontern, den Schlusspunkt setzt aber wieder die Austria. Tomislav Kraljevic trifft zum 4:0 Endstand. Post war super Gegner für uns heute, hat super funktioniert. Es waren keine bösen Fouls dabei, es war schön auch zum Schauen. Klar sind wir froh, dass wir es gewonnen haben, überhaupt kein Thema, aber es war Bewegungstherapie mit Spaßfaktor. Ja, ich glaube schon, dass wir ganz gut mitgespielt haben. Wir haben die ersten zwei Tore relativ unglücklich bekommen. Aber man sieht natürlich schon, dass von der Ballbehandlung her und dass da schon ein bisschen Unterschied ist. Aber ich glaube, wir haben sie ganz gut präsentiert. Ich glaube vielleicht, dass das eine oder andere Tor überhaupt bei den ersten zwei Toren nicht unbedingt notwendig waren. Aber wie gesagt, es passiert. Und mir ist lieber, es passiert jetzt als in der Meisterschaft. Admira Technopol trifft in seinem Testspiel auf Bad Vöslau. Trainer Andreas Schneider hofft auf positive Erkenntnisse. Ja, es sind die ersten Eindrücke ganz einfach. Man kann dann diese neuen Spieler, was man ganz einfach verpflichtet hat, man testet sie ganz einfach und man schaut, wie sie sich taktisch verhalten. Ein Eindruck gegen einen Gegner, gegen eine spielende Mannschaft halt ganz einfach, ist immer einfacher und schöner, als wenn man nur im Training das beurteilt. Das Spiel startet programmgemäß. Der Ball bei Halilovic. Über den Rücken eines Gegners landet der Ball im Tor. In dieser Tonart geht es weiter. Hier versucht es Neuerwerbung Davut Doganay. Der Schuss fällt aber zu schwach aus. Technopol bleibt die aktivere Mannschaft. Das Spiel kommt über die rechte Seite.
Flanke zur Mitte, da steht Brillmann und es steht bereits 2:0 nach einer Viertelstunde. Marcel Brillmann, so eine Chance lässt er sich nicht entgehen. Die Schneider-Elf kontrolliert das Spiel und lässt den Niederösterreichern kaum Räume. Und nach einer Ecke ist es Statzberger, der zum 3:0 trifft. Schlussendlich gewinnt Technopol mit 4:1. Ja, wir wollen schauen, dass wir noch nach wie vor so gut wie möglich die anderen ärgern können. Wir wollen dranbleiben an unserer Form. Zum Toppen ist fast ein bisschen überheblich schwer. Aber ja, wir wollen schauen, dass wir die Form wieder halten können und schauen, dass wir so lang wie möglich vorne dabei sind. Einen übermächtigen Gegner hat der SC Wienerberg zu Gast. ASK Ibrechtsdorf führt bereits zur Pause deutlich mit 5:0, will aber mehr. Das war bereits das 6:0 durch Johannes Egger. Mit einmal berühren werden die Favoriten überrollt. 7:0, dieses Mal ist es Christopher Pinter. Der zweite der niederösterreichischen Landesliga spielt sich in einem wahren Spielrausch. Lässt die Wienerberger maximal als Statisten am Platz stehen. 8:0, abermals Pinter. Ibrechtsdorf hat noch immer nicht genug. Slalom im Strafraum, 9:0. Damit aber noch immer nicht genug. Den schönsten Treffer des Abends gibt es jetzt. Fersler, Latte, Kopfvorlage und ein herrlicher Volley von Allen Zitzak. Am Ende heißt es 10:0 für Ibrechtsdorf. Damit war dann Schluss. Der Schiedsrichter hat ein Erbarmen und pfeift ab. Am Ende riskieren wir noch einen Blick zu ASK Elektra. Die Leopoldstädter testen gegen Ostligist Zollenau, halten toll mit und gewinnen durch diesen Treffer von Manuel Prosa mit 2:1. Ja, das Ergebnis ist zweitrangig. Es war ein sehr, sehr guter Test gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Man muss jetzt auch fair bleiben, dass Zollenau schon auch die Möglichkeiten gehabt hat, bei 1:1 selber in Führung zu gehen. Da haben sie ein Pech gehabt und wir Glück natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich in Ordnung heute. In unserer letzten Sendung haben wir euch den ersten Teil des Porträts von ASK Elektra-Spieler Alfred Niewergang gezeigt. In diesem hat er uns über seine Vergangenheit etwas erzählt und im zweiten Teil geht es jetzt um die gegenwärtige Situation. Aber seht selbst. Welches Spiel wird dir immer in Erinnerung bleiben oder welche Spiele? Also ein Spiel mit Sicherheit, das habe ich eh schon öfters erwähnt, das war das 2:1 mit dem Sportclub gegen die Wiener, wo ich zwei Tore geschossen habe. Dann das 1:1 in Weidhofen. Das ist die erste Saison gewesen, wo ich zurückgekommen bin, wo wir im letzten Spiel sozusagen den Klassenerhalt geschafft haben. Mit der anschließenden, also das Spiel an sich vielleicht nicht in Erinnerung, aber die anschließenden Nicht-Abstiegsfeiern waren definitiv legendär. Und ja, dann gibt es sicherlich einige Spiele noch beim Sportclub, wo einfach die Derbys mit 7000 Zuschauern, dieses 3:3 gegen die Wiener, glaube ich, im ersten Jahr Schägert. Ach ja, das sind, wenn du 5.000 bis 7.000 Leute hast, die zuschauen und die da jubeln, das ist, also dieses Gefühl haben wenige Fußballer, die das erleben dürfen. Also alles, was von so zweiter Klasse das bis, schon wieder mit unserer also heutigen bis Sendung Platz wahrscheinlich zweite Liga teilweise hoffen, ist, auch das nächste Mal mit dabei. Diese Stimmung dazu erleben, ist einzigartig. Dann ging es eine Liga weiter runter zu Ostbahn 11, Spielertrainer. Hat nicht lange gedauert. War auch nicht so vorgesehen. Vorgesehen wäre ja, also war spielender Co-Trainer beim Haas Robert, der dann noch, weiß nicht, 6 oder 7 Runden, glaube ich, aufgehört hat und ich habe das dann einfach bis Winter wollte ich es übernehmen oder habe es versucht bis Winter zu übernehmen, ist dann ganz gut gelaufen eigentlich von den Ergebnissen her. Da hat es dann andere Probleme gegeben, die irgendwie dazu geführt haben, dass diese Zusammenarbeit aufgegeben worden ist, über die ich jetzt nicht näher sprechen möchte. Fakt ist wieder, dass es definitiv sehr gut war, dass ich diese Station hinter mich gebracht habe. Hätte ich das nicht gemacht, wäre jetzt nicht mehr bei ASK Elektra, wo ich mich wieder sehr wohl fühle. Und somit sind alle Entscheidungen, die da in der Vergangenheit getroffen haben, waren definitiv richtig. Der Thomas Harreiter, Freund von dir, ist bei Elektra Trainer. War das ausschlaggebend, dass du hergewechselt bist? War sicherlich ein Mitgrund, also da hat es viele Gründe gegeben. Also erstmal das Gespräch mit dem Präsidenten, der, ich glaube, so einen Präsidenten habe ich in der Art und Weise noch nicht kennengelernt, der versucht, sehr mannschaftsnahe zu sein, sehr, sehr hilfsbereit ist, sehr viel uneigennützig macht.
auch nicht wirklich im Mittelpunkt stehen möchte oder der es nicht notwendig hat, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sein Ego da über den Verein auszuleben. Dann natürlich mit dem Thomas Harreiter, ein ehemaliger Spielerkollege von mir, ein Freund von mir, der das Traineramt oder das Trainerzepter hier schwingt, war natürlich auch mit ausschlaggebend. Und vom Hörensagen habe ich nur gehört, dass die Mannschaft charakterlich sehr toll sein soll, was sie mehr als bestätigt hat. Und im Zuge meiner Verpflichtung ist dann der Frenzel Philipp mitgekommen, mit dem ich, glaube ich, ich weiß nicht, insgesamt 7 Jahre zusammengespielt habe, den ich zu meinen besten Freunden zähle. Und ich glaube, es ist schön, wenn man so gegen Ende seiner Karriere dann mit Menschen zusammenspielen oder zusammenarbeiten kann, die einem sehr am Herzen liegen und mit denen er einen Großteil von seinem Leben verbracht hat, viele Erfolge gefeiert hat und auch Misserfolge unter anderem. Und das war für mich auch ein wichtiger Grund, wenn ich wohin gehe, dann möchte ich mich dort wohlfühlen, dann möchte ich dort Spaß haben am Fußball, dann möchte ich mich weiterentwickeln können, noch auch in meinem Alter. Und diese ganzen Optionen, diese ganzen Möglichkeiten hat da ASK Elektra geboten. Wird es nach Elektra noch eine weitere spielende Station geben für dich? Kann ich jetzt nicht sagen, weiß nicht, was die Zukunft bringt. Prinzipiell glaube ich, wäre es für mich schön, bei so einem Verein aufzuhören, anstatt irgendwo in der unter Anführungszeichen, jetzt nichts Abwendendes, irgendwo in der Versenkung herumzugrundeln, sondern einfach wirklich mit Stil unter Anführungszeichen aufzuhören. Und da wird der Verein schon die richtigen Möglichkeiten bieten. Aber wie es dann wirklich läuft, hängt von vielen Faktoren ab. Wenn du deine Karriere nochmal starten könntest, würdest du irgendetwas anders machen? Ja, und zwar würde ich ein bisschen mehr auf meinen Körper achten. Und zwar in puncto Vorbereitung auf Spiele, in puncto Pflege meines Körpers. Und ich habe einfach immer, mein Körper ist mein Kapital, der hat einfach funktionieren müssen. Und ich habe oft mit Schmerzen gespielt oder mit irgendwelchen Problemen. Würde ich jetzt auch machen, aber vielleicht könnte ich mich außerhalb des Fußballfeldes, da hätte ich mich so um meinen Körper gekümmert, dass es nicht zu Schmerzen gekommen wäre. Weil die hat man dann ein ganzes Leben lang. Und im Moment geht es noch, aber ich glaube, es könnte schlimmer werden. Ein optisches Merkmal deines Körpers war jahrelang deine Glatze, die du jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr hast. Warum dieser Stilwechsel? Meine Freundin mag mich lieber mit Haaren oder mit den Haaren, die ich noch habe, sozusagen. Sie findet, dass ich so gefährlich ausschaue, wenn ich eine Glatze habe. Aber sie kennt mich eigentlich jetzt schon besser. Das heißt, dementsprechend müssten die Haare, sollte sie wissen, dass ich eigentlich ein ganz netter Kerl bin, ob mit oder ohne Haare. Jetzt wissen es die anderen auch, dass ich eigentlich teilweise ganz nett sein kann, gegen die ich spiele. Nein, Glatze hat immer so einen brutalen Eindruck hinterlassen. Und viele Spieler haben ja darauf angesprochen, die dann mit mir zusammengespielt haben, dass sie mich ganz anders eingeschätzt haben, auf dem Spielfeld als Gegner und jetzt als Mitspieler. Und ich glaube, die Haare tun mir als Pädagoge auch nicht so schlecht, damit die Kinder nicht so viel Angst haben von mir. Eben, du bist Lehrer. Wie hast du denn deine Karriere mit dem Lehreramt vereinen können, dass sich das alles immer ausgegangen ist? Das Studium hat länger gedauert, als es normalerweise dauern hätte sollen. Das heißt, ich habe halt schon Rücksicht genommen auf, oder versucht, meine Stunden so zu arrangieren, dass sie den Spielbetrieb nicht beeinflussen. Also praktische Lehrveranstaltungen, die anstrengend waren, eher an den Wochenanfang zu legen, damit das Freitagsspiel dann nicht betroffen wird. Vorlesungen, die vielleicht abends gewesen sind, halt ausgelassen und versucht, irgendwie mit den betreuenden Leuten da zu reden, ob ich mal fehlen kann oder nicht fehlen kann. Also dementsprechend hat sich das ein bisschen länger gezogen. Aber ich denke, wenn man auf der Ebene spielt und man eine Ausbildung nebenbei macht, dann ist das eine optimale Kombination. Dann, wenn es gegen Ende der Karriere geht, hat man dann einen, finde ich, tollen Job. Ich fühle mich eben in meinem Job sehr wohl, gehe jeden Tag gerne in die Schule. Also ich bin äußerst zufrieden mit meiner, wie soll ich sagen, Auswahl der Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben, mit dieser parallel laufenden Studium und Sportkarriere. Würde es genauso wieder machen. Wie würdest du dich denn charakterlich beschreiben? Das überlasse ich anderen. Selbst über sich selbst keine Meinung? Doch, ich bin recht zufrieden mit mir. Zum Abschluss natürlich die Frage, du hast es hier schon anklingen lassen. Wenn es dann einmal aus ist mit der aktiven Karriere, man wird dich weiter auf den Fußballplätzen sehen. Ich habe definitiv vor, ich stecke mir auch große Ziele, mehr zu erreichen als Trainer, als Spieler. Und da muss ich zwangsläufig irgendwann aufhören zum Spielen, weil sonst geht es mit der Zeit nicht so ganz aus. Und muss dann wirklich versuchen, aktiv in meinem Trainerdasein halt zusammen zu basteln. Erfahrung habe ich genug gesammelt als Aktiver, auch als Co-Trainer, viele Trainer gehabt, aus dem Nachwuchs gearbeitet. Also ich kann schon aus einem
für das, dass ich eigentlich immer aktiv gespielt habe, aus einem relativ großen Fundus schöpfen, wenn ich meine Trainerkarriere beginne. Und in ein paar Jahren heißt es dann Trainer Wiener Sportclub Alfred Niefergall. Was in ein paar Jahren ist, mal schauen, mal schauen. Alfred, dann ein gutes 2015, dass du bei Lech da noch einige Erfolge feierst, und wir freuen uns, wenn wir dich dann auf der Trainerbank auch sehen. Vielen Dank, wünsche euch auch ein schönes Jahr 2015, frohe Ostern und frohe Weihnachten für 2015 gleich im Vorhinein. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Sendung Platzverweis. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, und nicht vergessen, weiter liken.